Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Negativ OG, Seh es an deinem Gesicht. Ja, letzte Mal hatte ich auch auf seinen Song reagiert und dann hat Negativ OG im Twitch-Livestream einfach auf mein Video reagiert. Richtig cool auf jeden Fall. Ja, das neue Album kommt ja. Ich bin wirklich gespannt. Schlechtes Karma 2, ne? Und wir gehen jetzt mal rein in den Song. Yuki, don't be sad, boy. X-King got heat. Er hat nie einen Brick gesehen und ja, man sieht's an seinem Gesicht. Jede Nachricht, die ich hier schreibe, ja, sie liest wie ein Gedicht. Ich bin kälter als das Eis an mir, ich wein für keine Bitch. Rappt der gerade wirklich so in das Mikrofon rein oder ist das so einfach das Audio über das Video draufgelegt oder ist das gerade wirklich live reingerappt? Ich war stur, sie all das Geld, hab die Wahrscheinlichkeit besiegt. Sie lacht über jeden Scheiß, den ich sag, ich weiß, dass sie gibt. Triff mich backstage vor meinem Auftritt, ja, und du weißt, dass ich flieg. Hab Gefühle hinter Türen, ja, die niemand mehr entschließt. Du hast nie einen nahen Freund verloren, ich seh's an deinem Gesicht. Bist ne Pussy Boy, du weinst wegen Sachen, wegen dem wein ich nicht. Ich seh ihn einen Haufen Geld verdienen und. Ist das jetzt schon dieses alte Mikrofon oder so? Weil der hatte sich ja irgendwie für 180 € oder so sein altes Mikrofon gekauft, damit es sich so anhört wie früher. Es hört sich schon irgendwie anders an als sonst, ne? Trotzdem teilt er nicht. Er sagt zu mir, bin ein Fellow. Er denkt, er beleidigt mich. Geh zur Bank und seh aufs Konto schon okay. Er weiß es nicht. Ist okay, dass er es nicht weiß. Kauf an mir, egal der Preis. Sagst den Shorty, mach sie weiß. Hab ein Shorty, ja, die hasst mich. Aber babe, ich hasse dich nicht. Negativ wird nie verlassen. Negativ verlässt ein Bitch. Negativ versteckt sich nicht. Egal was, ich renne nicht. Shorty sagt, wer. Ja, es ist auf jeden Fall cool, muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht so meins. Also, der ist, wie soll ich das jetzt erklären? Der Style so schon, aber irgendwie der Song gefällt mir jetzt nicht so krass. Das liegt doch vielleicht daran, dass ich momentan so privat was ganz anderes höre, ne? Ja. Sex gehabt, das Shorty kenn ich nicht. Dauernd irgendetwas Neues, ich hab alles schon gehört. Früher Primetime mit den Homies waren auf Sani und auf Perk. Er hat nie einen Brick gesehen und ja, man Aber die sieht's an Jacke ist seinem cool, muss ich Gesicht. sagen. Jede Nachricht, die ich hier schreibe, ja, sie liest wie ein Gedicht. Ich bin kälter als das Eis an mir, ich wein für keine Bitch. Ich war stur, sie all das Geld, hab die Wahrscheinlichkeit besiegt. Sie lacht über jeden Scheiß, den ich sag, ich weiß, dass sie gibt. Triff mich backstage vor meinem Auftritt, ja, und du weißt, dass ich flieg. Hab Gefühle hinter Türen, ja, die niemand mehr entschließt. Du hast nie Aber die einen Stimme neuen hört sich Freund wirklich sehr verloren, cool an, seh's muss an man deinem sagen. Gesicht. Ich weiß es, toll Gefühle mit Designer und so Scheiße. Es wird niemals mehr wie früher, ist nicht das Gleiche. Ich chill auf Dachterrasse, ich mach was gegen die Bleiche. Dieser Scheiß ist für mich. Und ich habe halt auch gesehen, dass das Album jetzt um mindestens eine Woche verschoben wurde. Vielleicht sogar zwei, weil irgendwie er vorher nicht den perfekten Typ gefunden hat, der das irgendwie abmischt oder so. Ja, also ich meine, ist schade, dass es verschoben wurde, muss man länger warten. Aber wenn es dafür besser ist, bessere Qualität alles hat, dann finde ich, ist doch alles gut, oder? Nicht, jetzt ist mein Homie nicht mehr da. Hab ihm versprochen, dass es klappt. Ich warte drauf, wann kommt der Tag? Ich muss mich melden bei seiner Mom. Alt zu werden für mich schwer. Ich hab 40 in meinem Drink. Und dann mach mir noch einen Drink. Und dann mach mir noch einen Drink. Ich chill mit Homeboy, trinke Purple. Hab ein Shorty, sie ist Persian. Sie war Upgrade, bessere Version. Aber ein Homie, ja, der hasst mich. Aber Bro, ich hasse dich nicht. Ich häng nur nicht mit dir ab mehr, weil du eine Schlange bist. Ja. Teufel hinter mir im Spiegel, frag wozu noch deine Seele, wenn ich dir dafür alles gehe. Okay, gerade ist sehr cool. Punkt erreicht, ich sag, wer hätte das gedacht? Wo ich seh's in deinem Gesicht, du bist ne Pussy und kein Mann. Drei Minuten 16, das ist auch ein recht langer Song. Ja, ne, also war jetzt nicht der krasseste Song von ihm, war aber ganz cool, ne?
jetzt nicht vielleicht so unbedingt meins, also werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal hören, bin ich ehrlich so. Aber war auf jeden Fall cool so, muss man echt sagen. Ich bin halt einfach gespannt aufs Album. Ja, also der letzte Song hat mir dann doch schon besser gefallen. Ja, wie hat es dir gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ihr kennt das Ganze. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!